Hallo meine lieben Freunde, es ist wieder heute soweit, wir wollen uns mal was Feines anschauen und zwar von der Firma Ninja, den Foodie Multikocher. Das ist ein 7-in-1 Gerät, das ist einmal hier der OP300, den wir hier sehen und dann den OP500. Mit beiden Geräten kann man nicht nur Heißluft frittieren, sondern auch hat einen Schnellkochtopf, was schon auf dem Markt, glaube ich, so ein Alleinstellungsmerkmal ist auf jeden Fall, dass man dort noch viele Sachen drin einfach zubereiten kann. Ja, hier sieht man, dass man 7,5 Liter haben von der Firma Ninja. Man kann hier Dürren mit, Joghurts machen, Slow Cooking, schnell braten, kochen, anbraten, Dampfgaren, Grillen, Backen und ja, Heißluft frittieren. Ja, das andere Gerät hat übrigens 6 Liter. Der hier, den wir hier gerade sehen, hat 7 Liter. Und ja, beide unterscheiden sich so ein bisschen in der Größe. Da gehen wir aber nachher noch drauf ein, wie sehr das überhaupt ins Gewicht fällt. Und ja, ansonsten sehen beide so ein bisschen auch optisch auf jeden Fall anders da auch. Und das Bedienkonzept ist auch nochmal ein ganz anderes. Hier mal ein kleiner Größenvergleich der beiden Geräte. Da sieht man ganz gut, dass das nicht so groß der Unterschied ist. Und da gucken wir uns auch gleich mal die inneren Werte an. Als nächstes gehen wir mal auf den Lieferumfang ein. Da sind dann diverse Produkte noch mit dabei. Da haben wir zum einen diesen Rost, wo man ein Brathähnchen zum Beispiel drauflegen kann oder Fleisch. Das gleiche natürlich auch für den größeren mit dem 7,5 Liter Topf. Dabei ist aber auch nochmal ein zweiter Rost dabei, so dass man dann auf 2 Etagen das Ganze zubereiten kann. Dann sind bei beiden jeweils ein Schnellkochtopfdeckel natürlich dabei, so dass man natürlich das Ganze auch mit Druck garen kann, ähnlich wie bei den Schnellkochtöpfen, die man von früher kennt, nur dass man wie hier jetzt sieht, einfach eine Kombination mit einer Heißluftfritteuse hat. Oben sieht man auch dann die Ventile da drin, die im Deckel eingelassen sind. Und ja, beim Oberseite sieht man auch das Ablassventil, um dann den Druck abzulassen nachher aus dem Drucktopf. Und da sollte man auf jeden Fall ein Handtuch drauf tun, so meine Empfehlung, weil da kommt schon einiges an heißer Luft. Dann sind bei beiden auch jeweils ein Handbuch dabei. Das ist Englisch und auch in Deutsch gehalten natürlich. Und dabei sind dann auch noch jeweils ein Kochbuch, wo man schon mal Tipps drin hat und Zubereitungen, wie man zum Beispiel ein Hähnchen zubereitet, mit welcher Einstellung am besten. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr praktisch und habe ich vor allem auch am Anfang sehr häufig benutzt. Dann liegt noch hier leider nur bei dem Kleinen dabei, das fand ich aber schade etwas, nochmal so ein Flyer dabei. Da ist nochmal alles schön übersichtlich erklärt, auch wie gesagt so eine Kochtabelle und alles. Das war leider, warum auch immer, bei dem Großen nicht dabei. Dann ist beim Foodie Max, wie schon bereits erwähnt, ein zweiter Rost dabei, so dass man auf 2 Etagen zum Beispiel Hähnchenkeulen zubereiten kann. Das ist, wie gesagt, bei dem kleineren Modell leider nicht möglich, bedingt durch die Größe. Schauen wir uns mal die beiden Einsätze an, die sich im Durchmesser zwar schon sehr, sehr ähneln, aber in der Bautiefe, wie wir sehen, ist da auf jeden Fall ein Unterschied zu sehen und dadurch bedingt einfach, dass der Topf tiefer ist. Wer nun eingangs ganz gut aufgepasst hat, wird jetzt bemerken, dass ich hier andere Angaben mache zum Hersteller auf jeden Fall. Das sind nämlich hier 5 und 6 Liter. Das ist dadurch begründet, dass der Topf zwar tatsächlich diesen Volumen hat, was auch auf dem Karton steht, aber wenn man sich mal die Skala im Topf anguckt, haben wir da Maximalangaben und diese Maximalangaben sind 5 und 6 Liter für Flüssigkeiten. Deswegen habe ich das bewusst auch so geschrieben und das sollte man, denke ich mal, schon wissen. Dann sehen wir hier noch die beiden Einsätze, die man
drehen kann und je nachdem die Höhe bestimmen kann, ob man da tiefer oder höher das Ganze sitzen möchte im Topf. Und ja, leider ist aber auch wie bei dem Ninja Grill das Problem, dass man hier nichts parallel reinstellen kann und so dann vielleicht alles kompakt irgendwo hin platzieren kann. Dafür habe ich mir aber eine kleine eigene Lösung gesucht und zwar einen 3D-Druck. Das werde ich vielleicht mal am Ende noch zeigen. Ja, dann sehen wir hier die Geräte mal noch von der Seite. Da sind übrigens so kleine Auffangbehälter integriert. Das ist für das Kondenswasser, was dann herausläuft, und das sammelt sich dann in diesen kleinen Auffangbehältern. Dann sehen wir hier noch die beiden Luftauslässe von jeweils von den Geräten, die sich etwas unterscheiden, wo dann die heiße Luft ausgeblasen wird, und auch nochmal den Auffangbehälter jeweils, die sich eigentlich gleichen an beiden Geräten. Wie auch in meinem anderen Video, wo ich die Foodie-Grills vorgestellt habe, unterscheiden sich auch diese beiden Modelle grundsätzlich im Bedienkonzept. So sehen wir hier bei dem kleinen Modell, dem OP300, dass wir hier ja, so ein Tastenfeld haben, wo so Druckknöpfe auf jeden Fall sind und ein LCD. Beim OP500 dagegen haben wir ein frisches, modernes Display, wo auch ein Drehrad verbaut ist, und darüber können wir dann die Temperatur und das Programm einstellen. Wie man es auch gewohnt ist bei den herkömmlichen Schnellkochtöpfen, ist auch hier mit ja, einem Ventil das Ganze gesichert, so dass man den Deckel nur öffnen kann, wenn der Druck vollständig über das Ventil abgebaut ist. Wie auch bei meiner Ninja Grill Vorstellung möchte ich auch ein bisschen Essen mit euch zubereiten und habe deswegen ja, mal ein paar Hähnchenschenkel im Schnellkochtopf gegart und habe dazu schon das Wasser vorher erhitzt. Das spart dann Zeit. Man kann das natürlich auch mit dem Foodie direkt machen. Und ja, ansonsten habe ich hier mal ein bisschen nach freie Schnauze ein paar Kräuter reingetan, Knoblauch und ja, die Hähnchenschenkel, wie man es auch sonst macht, gewürzt mit ja, Salz, Paprika und ja, ein bisschen Olivenöl. Anschließend habe ich die Hähnchenteile dann auf den Rost getan und ja, wie eingangs schon erwähnt, war das Kochbuch eine ganz gute Hilfe, um da die richtige Garzeit zu wählen, da ich ja noch kaum Erfahrung damit hatte. Dann habe ich das Ganze geschlossen mit dem Schnellkochtopfdeckel und habe den Foodie gestartet. Nachdem dann das Programm beendet ist, signalisiert das Gerät das auch und geht in den Warmhaltemodus, so dass man dann nur noch den Druck ablassen muss und ja, dann nach einer gewissen Zeit den Deckel öffnen kann. Dabei empfehle ich aber, wie gesagt, ja, ein Handtuch drüber zu legen und auf jeden Fall auch Handschuhe zu tragen, da da sehr, sehr heiße Luft rauskommt. Nachdem ich das Ganze dann aus dem Topf rausgeholt habe, habe ich es dann mal angeschnitten und ich war wirklich begeistert davon, wie schön saftig das Ganze ist. Und ja, das ist hier nicht irgendwie hingestellt oder so. Das war wirklich mein erster Hähnchenschenkel in dem Gerät gewesen und da war ich total begeistert, wie gut mir das Ganze gelungen ist und wie schön saftig das Ganze ist. Was übrigens richtig klasse ist, ist, dass Ninja auch eine kleine Koch-Community hat auf der offiziellen Seite. Und dort kriegt man noch jede Menge Rezepte, um das Ganze dann auch zuzubereiten. Und habe ich dann danach mal ja, noch ein anderes Hähnchen zubereitet. Das Ganze mit schön Jasminreis und ja, auch schön gewürzt das Ganze, was auch sehr, sehr lecker war. Hier immer auch einen kleinen Vergleich mit dem Grill und dem Foodie-Kochtopf. So habe ich beide Geräte mal jetzt parallel genutzt und habe ja, zum einen Fleisch natürlich im Grill gemacht und im Foodie-Schnellkochtopf schöne Bratkartoffeln. Die habe ich natürlich dann mit dem Heißluft schön zubereitet, schön Rosmarin dabei und das Fleisch
war auch auf jeden Fall wieder sehenswert gewesen. Wer sich denn nun fragt, welches der ganzen Geräte denn für ein richtiger ist, der sollte sich erstmal die Frage stellen, ist er denn mehr so der Kochtyp oder sagt er, der eher der Grilltyp? Danach würde ich die beiden Geräte auf jeden Fall unterscheiden. So sollte man, wenn man natürlich mehr Fleisch isst und vielleicht auch schön immer gerne mal grillt, eher zum Grill greifen und ansonsten, wer eher kocht, erstmal zu dem anderen Gerät. Aber am Ende kann ich euch sagen, werdet ihr wahrscheinlich euch beide holen oder vielleicht eins der anderen Ninja-Lösungen, denn man hat immer das Problem, wenn man jetzt zum Beispiel Fleisch macht, wo bereite ich zum Beispiel die Pommes zu? Und dafür brauche ich dann einfach, ja, ein zweites Gerät. So einfach ist dann vielleicht auch die Antwort darauf. Ja, ich hoffe, es hat euch mein Video gefallen. War relativ aufwendig und vielleicht auch ein bisschen länger gewesen, aber dafür schon schön ausführlich, wie auch mein letztes. Ja, ich würde mich gerne über ein paar Likes freuen. Lasst mir noch ein paar Kommentare da und da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und bleibt dabei. Bis dann. Bye bye.